Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Ich habe heute mit euch einen Ausflug in die Welt der Schmetterlinge vor und wir werden sehr viel Junk verwenden und recyceln und ich glaube, dass es ein sehr, sehr schönes Projekt ist, was wir sehr vielfältig einsetzen können. Wir wirklich alle möglichen Dekorationen in unseren Journals oder auch auf Grußkarten, auf Covern, als Deko im Haus. Es ist also wirklich eine riesige Vielfalt an Dekorationen möglich und ich zeige euch jetzt, wie das Ganze funktioniert. So, wir brauchen zunächst einmal, also wir brauchen natürlich eine Tasse Kaffee, das ist klar. Ne? Also ich brauche eine Tasse Kaffee. Dann brauchen wir das Herzstück der ganzen Sache, sind diese Tetrapacks. Ja? Ihr kennt ja die Tetrapacks, innen sind sie so silbern und außen haben sie so einen Aufdruck. Und man kann die eben in drei Teile, aber mindestens in zwei Teile zerteilen. Manchmal schafft man drei Teile. Das ist ein bisschen verschieden, hängt ein bisschen von der Marke ab und ein bisschen davon, wie stark man die bearbeitet hat, um sie zu trennen. Wenn ihr das noch nie gemacht habt, hier so ein Tetrapack aufgeschnitten und aufgearbeitet, dann machen wir das einfach kurz zusammen, schaut mir zu. Das geht ganz, ganz einfach. Ist überhaupt kein Aufwand. Ihr habt diese Tüte hier, die ist jetzt hier unten noch zu. Oben habe ich dieses Teil, wo jetzt dieser Ausgießer immer dran ist. Das habe ich mit der Schere einfach abgeschnitten. Dann ist das ja so offen. Dann habe ich das ausgespült und trocknen lassen. So, das sind die ersten Steps. Das habe ich natürlich ohne euch gemacht. Und jetzt geht es weiter. Jetzt muss ich erstmal diesen Boden hier ein bisschen aufmachen, damit ich mir eine ganze Fläche machen kann. Das ist auch je nach Marke und je nach Hersteller ist der Boden unterschiedlich gestaltet. Manchmal hat man solche eckigen Sachen, Spitzen, die so reingeklebt sind. Und hier hat man jetzt einen flachen Falz. Das ist einfach total verschieden. Da müsst ihr gucken, wie es bei euch gestaltet ist. Und danach richtet ihr euch dann beim Öffnen. Ich fange hier einfach an der Kante an und ziehe diese Ecken hier einfach mal ein bisschen nach außen. Wenn man einmal einen Anfang hat, dann geht es eigentlich recht einfach. Und dann gibt es hier noch diese umgefalzte Kante, die öffne ich mir auch. So, und wenn ich dann so weit bin an der Stelle und ziehe jetzt einfach an diesen Ecken hier ein bisschen so hin und her, dann öffnet sich da in der Mitte langsam ein Loch. Da bildet sich ein Loch in der Mitte. Da, jetzt haben wir es schon. Und wenn ich da reinfahre, einfach mit dem Finger, dann kann ich diese Zipfel an der Seite auseinanderbiegen. Seht ihr das? So, so, so und so. Diese Kante hier unten brauche ich ja nicht. Die schneide ich ab. Also ist egal, wenn die ein bisschen zerwürgt ist. Ich schneide das jetzt ab. Ich mache das nur deswegen auf, damit ich hier einen glatten Schnitt setzen kann. So. So, und jetzt haben wir das eigentliche Stück der Begierde. Das ist Müll und das obere Stückchen ist Müll. Also ihr reduziert euren Abfall damit ganz gewaltig, wenn ihr die Tetrapacks verarbeitet. So, und jetzt haben wir hier noch so eine Hülse oder so eine quadratische Hülse und die wollen wir jetzt in ihre Teile aufdröseln. Und das mache ich so, indem ich dieses Ding in jeder Richtung einmal aufwickle quasi. Schaut einfach zu und wir machen das einfach schnell zusammen. So, das reicht eigentlich jetzt schon. Mehr braucht man gar nicht machen. Das war schon. Also es mag sein, dass es Hersteller gibt oder Marken gibt, wo man noch ein bisschen mehr machen muss. Aber bei dieser Marke reicht es. Und jetzt müsst ihr schauen, an welcher Stelle das hier so doppelt geklebt ist. Da ist ja dieses gerade Stück zusammengeklebt, damit so eine Hülse entsteht. Und da könnt ihr jetzt einfach so ein bisschen so reinfummeln mit dem Fingernagel. Und diese oberste Schicht, wenn ihr die erwischt,
Dann könnt ihr die runterziehen. Es kann sein, dass ich es sogar in drei Schichten teilen kann jetzt. Möglicherweise. Es kann auch sein, dass es mir zerreißt. Wir werden sehen. Ich ziehe jetzt diese oberste Schicht. Die ist ziemlich dünn. Da ist jetzt dieser Aufdruck drauf, dieser Beschriftungsaufdruck. Die versuche ich jetzt vollständig abzuziehen. Einmal rundherum. Das geht eigentlich normalerweise relativ einfach, wenn man die Tüte genügend geknetet hat. Also wenn es gar nicht gut geht bei euch, müsst ihr die Tüte noch länger kneten. Dann könnt ihr den ganzen Knetvorgang nochmal wiederholen oder das einfach frei quasi zusammenknüllen. Und probiert ihr einfach so ein bisschen aus. Wie gesagt, bei dieser Marke hier, die ich verwende, da reicht es eben in alle Richtungen einmal, die Tüten zu rollen. Und dann funktioniert das schon. So, jetzt sind wir hier am Ende angekommen. Und jetzt schaue ich nochmal hier, wo das zusammengeklebt ist und versuche die nächste Schicht zu erwischen. Die dürfte dann reinweg nur aus Papier bestehen. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich sie runterbekommen werde. Wir werden schauen, ob das geht. Da muss man ein bisschen vorsichtig anfangen. Wenn man einmal den Anfang hat, dann geht es meistens recht gut. Ich bin jetzt ein bisschen vorsichtig, damit mir das nicht gleich komplett einreißt. Es kann passieren, dass das einreißt oder Löcher hat dann. Also das ist möglich bei dieser mittleren Schicht. Aber wir können ja auch Schnipsel und sowas verwenden, bekanntlicherweise. Ja, dann geht es weiter um die Ecke rum hier. Bis jetzt sieht es ganz gut aus für die mittlere Schicht. Dieser Schritt hier ist übrigens optional. Also das müsst ihr nicht machen mit der mittleren Schicht. Ne? Ihr müsst sie nicht extra separat abreißen. Ihr könnt auch einfach nur in zwei Hälften das Ganze teilen. Das funktioniert auch. Dann sind die Hälften halt ein bisschen dicker. So, hier hat sich jetzt ein Loch gebildet. Ob ich das da nochmal richten kann an der Stelle, das weiß ich noch nicht. Ob es da wieder weitergeht mit dem Abtrennen. Ja, das ist jetzt nicht so sauber gegangen, wie ich es mir gewünscht hätte mit der mittleren Schicht. Aber das ist mir jetzt gerade egal. Ich möchte eigentlich das nur ein bisschen verdünnen dadurch, dass ich das runterziehe. Und wir können ja auch das verwenden. Gut, die kleinen Schnipsel, ganz ehrlich, Leute, die kommen jetzt bei mir in Papiermüll. Das ist nämlich tatsächlich Papier. So, und jetzt haben wir das aufgeteilt in die äußere Lage hier und in diese Lage, die so silbern beschichtet ist. Und übrigens lebensmittelecht und wasserdicht. So, und da reißen wir jetzt das einfach auf an der Stelle, wo das verschweißt ist miteinander. Trennen wir einfach. So, und jetzt haben wir diese zwei Sachen hier. Einmal den bunten Aufdruck mit etwas Papier auf der Rückseite. Schneide ich mir jetzt mal ab. Haben wir das. Und dieses silberfarbige Teil. Und da ist auch Papier auf der Rückseite. Und da schneide ich mir jetzt auch mal diese unregelmäßigen Kanten, schneide ich mir jetzt mal kurz weg, damit ich besser arbeiten kann und einen besseren Überblick habe über das, was mir zur Verfügung steht. So, diese Streifchen kommen noch weg. Also den Müll haben wir jetzt ganz gravierend reduziert. Und letztendlich haben wir dann eben jede Menge solche Papiere und Folien, die wir verarbeiten können, die stabil sind, die wir kleben können, dadurch, dass hier ja Papier drauf ist, die wir nähen können. Aus denen wir eben alles Mögliche anfertigen können. Und hier haben wir noch einen Rest Papier. Da können wir jetzt nicht allzu viel damit machen. Und es ist auch nicht so super stabil, denn es ist einfach nur ein Stück dünnes Papier. Aber trotzdem kann man damit was anstellen. Man kann da Schnipsel draus machen, man kann da eine kleine Tasche draus machen, ein Bellyband. Oder man kann es für Collagen verwenden. Also es gibt eine Menge Möglichkeiten. So, jetzt habe ich hier schon wieder einen ganzen Haufen solcher Tetrapack-Tüten-Dinger. Dingsbumse, ja. Hier habe ich die Ränder noch nicht abgeschnitten, sehe ich gerade. Das sollte ich vielleicht noch nachholen, damit die alle ungefähr gleich groß sind. Und da haben wir
wir auch noch eine Kante, die schneide ich noch weg. So. Ja, so wird es gehen. Also von diesen Tetrapack-Tüten habe ich jede Woche mindestens 5 Stück, weil ich relativ viel Kaffee trinke. Und da kommt immer Reismilch rein. Kuhmilch vertrage ich nicht und mag ich ehrlich gesagt auch nicht. Und brauche ich ja auch nicht. So, gut, jetzt haben wir unsere Tüten. Das war Step 1. Jetzt brauchen wir Schmetterlinge. Um Schmetterlinge zu machen, habe ich mir Formen geschnitten. Und zwar einfach aus Papier. Und zwar habe ich mir immer die oberen und die unteren Flügel quasi geschnitten. Ja, wie soll man das jetzt erklären? Obere und untere Flügel, ne? Die kann man dann so übereinander platzieren. Zum Beispiel. Also zum Beispiel so. Ne? Oder so. Oder, und was haben wir denn hier noch für einen? War der so? Oder so, meinetwegen. Es gibt ja die verschiedensten Möglichkeiten. Oder so. Also ich habe ganz verschiedene Formen hier mir ausgeschnitten. Das ist wirklich einfach nur aus einem Stück Papier rausgeschnitten. Das könnte so sein. Das könnte so sein. Also es gibt große und kleine Möglichkeiten hier, wie ihr seht. Und die kann man natürlich auch noch anders kombinieren, ne? Ist auch klar. Also das muss jetzt nicht so, also vielleicht machen wir den dahin, so. Vielleicht ist es so besser. Also ihr seht schon, also man kann die dann untereinander austauschen, die Sachen. Ne? Ich kann dann sagen, okay, nee, der soll dahin und der geht vielleicht besser mit dem zusammen. Oder so, vielleicht geht der so. Nochmal ganz anders. Ja? Ihr versteht, was ich meine, oder? Oder da soll nur ein kleines bisschen unten rausgucken. Und das soll vielleicht so sein. Also es gibt ja die verrücktesten Arten von Schmetterlingen. Und da könnt ihr euch einfach solche Flügelformen zurechtschneiden. Ich habe euch einige dieser Flügelformen auf eine DIN A4-Seite gepackt. Sie könnt ihr euch unten runterladen und könnt das ausdrucken und ausschneiden. Ne? Falls ihr das machen möchtet, ihr könnt aber auch einfach so mit der Schere aus einem Stück Papier euch diese Formen ausschneiden. Denkt dran, immer so 2 Teile zu machen für den Schmetterling, damit wir so eine gewisse, so eine plastische Optik bekommen. Das ist ja immer dadurch, dass wir eben 2 Flügelteile übereinander genäht haben hier. Nur auf dieser dünnen Tasche, die ist ganz, ganz flach, da habe ich einfach nur einen einfachen Schmetterling, also diesen hier, den habe ich einfach nur einmal ausgeschnitten und hier aufgenäht. Und fertig. Das ist eine ganz, ganz flache Tasche ohne irgendwelche abstehenden Teile. Je nachdem, was man machen möchte, ist das eben unterschiedlich. So, und ich habe jetzt Folgendes gemacht mit den Schmetterlingen. Beziehungsweise mit den Schmetterlingen, ist ja Quatsch. Ich habe mir aus einem alten Katalog, habe ich mir bunte Blätter rausgeschnitten und habe die mit Transparentpapier oder aber mit einer Serviettenlage beklebt. Einfach mit Serviettenkleber einfach aufgeklebt, trocknen lassen, fertig. Und aus diesen Teilen werde ich jetzt meine Schmetterlingsflügel schneiden. Also das ist mit Transparentpapier, das ebenfalls, das ist eine glattere Struktur oben. Und diese 3 Dinger hier, die sind aus Serviettenlage. Man sieht das auch, dass das hier ein bisschen faltiger geworden ist, die Serviette. Beim Aufkleben sieht man mehr von diesen Strukturen. Und das Transparentpapier beziehungsweise Seidenpapier, das ist glatter gewesen beim Aufkleben, weil das ein bisschen stabiler ist. Gut, so, und jetzt möchte ich so machen, dass ich die unteren Flügel in den dunkleren Tönen hier, in diesen Grautönen mache und die oberen Flügel in den bunten Tönen. Und ich werde jetzt einfach mir mit diesen Schablonen, ich überlege mir jetzt, welche Schmetterlinge ich machen möchte. Ich denke, wir machen hier mal so 2, 3 Arten und machen jetzt nicht alle, die hier rumliegen, das ist ein bisschen zu viel. Aber ich würde auf jeden Fall gerne mal, ich glaube diesen, na, der hat jetzt irgendwie einen komischen, könnte das so sein? Oder sollte man das noch anders machen? Nicht so? Aber so ist auch komisch, oder? Was meint ihr? Ich weiß gerade nicht so genau, was wir oben, hinten und was wir unten hin machen sollen. Ne? Ist ein bisschen,
bisschen strange. So, das wäre doch gut, oder? Wie wäre es denn so? Doppelzacken? Nee, auch nicht, ne? Doppelzacken sind auch blöd. Doppelzacken machen wir nicht. Ich brauche was Rundliches unten. Das geht nicht anders. Bei der Form geht das nicht anders. Aber eventuell ja auch diese Form hier, diese Mottenflügelform. Die könnten ja auch unten sein, die Mottenflügel. Na, machen wir mal so einen großen. Machen wir mal den großen mit den Mottenflügeln. Diesen einzelnen flachen machen wir vielleicht diesmal nicht. Muss mal gucken. So, das heißt, der obere Flügel, der soll bunt werden. Also meinetwegen grün. Das heißt, den lege ich mir hier auf mein buntes Papier auf. Gucken, wo der da irgendwo gescheit hinpasst. Der sollte jetzt mal nicht so viel Orange haben. Ich denke mal, so passt er ganz gut. Und dann fahre ich einfach mit dem Bleistift an meiner Schablone entlang und zeichne mir den auf. So, jetzt habe ich mir hier den Flügel aufgezeichnet. Weiß ich schon mal, wo der sitzt. Und dann brauche ich natürlich den dunklen als unteren Flügel auch noch. Und den zeichne ich mir jetzt hier auf dieses graue Stück. Genau, das ist der. Und ich lege mir die beiden, die ich jetzt verwendet habe, von den Formen, die lege ich mir jetzt auch noch hin, hier so, wie ich sie verwenden will, damit ich weiß, was zusammengehört von diesen Formen. Ne? Die lege ich mir so an der Seite hin. Und vielleicht machen wir noch einen komplett ohne zweiten Flügel, den wir dann einfach flach aufnehmen. Den könnte man eventuell hier aus dem machen. Oder auch noch aus diesem Grünen. Den machen wir aus dem Grünen, würde ich sagen. Oder hier mit dem Obst da. Das sieht doch ganz gut aus. Das ist doch so ein schönes Stück Grün. Und dann hat er halt auf einem Flügel noch Obst und auf dem anderen nicht. Das ist ein bisschen komisch, weil meistens sind die Schmetterlinge ja gleich. Aber wir sind ja hier im Junk Journaling und unsere Schmetterlinge können aussehen, wie immer sie wollen. Das ist der Einzelne, den lege ich mir auch hin. Die anderen Vorlagen hier, die ich mir hier gemacht habe, die tue ich mir erstmal auf die Seite. Die brauchen wir jetzt nicht mehr. Wie gesagt, ich habe euch da ein paar eingescannt und die könnt ihr euch dann runterladen, wenn ihr das möchtet. Aber notwendig ist das, weiß Gott, nicht. Denn das ist kein Hexenwerk, das hier auszuschneiden, ne, aufzeichnen, ausschneiden. So, dann wollen wir die schon mal wegtun, die wir nicht benutzen. Okay, so, jetzt müssen wir uns eins überlegen. Es gibt jetzt mehrere Möglichkeiten. Ich zeige es euch kurz nochmal. Diese Schmetterlinge hier, also diese Flügel, könnt ihr das überhaupt sehen? Muss ich das näher ranholen? Moment. So, diese Flügel hier, da seht ihr diese gestrichelte Linie, da. Die habe ich nur aufgemalt. Und auch das Weiße hier unten auf dem Flügel ist nur aufgemalt. Das ist eine Möglichkeit. Ja? Ihr könnt diese genähten Linien aufmalen, wenn ihr nicht nähen möchtet oder keine Nähmaschine habt. Weil das ist relativ mühsam, um diese kleinen Teile herum zu nähen. Ja? Okay, bei dem hier jetzt habe ich tatsächlich genäht. Hier sieht man also, hier am Rand ist eine Linie. Na, die ist überhaupt nicht exakt, um Gottes Willen. Da habe ich mich auch korrigieren müssen. Dann habe ich irgendwie falsch genäht.
Und da bin ich zu weit weggekommen vom Rand. Und naja, auf jeden Fall habe ich so halbwegs am Rand entlang genäht und auch in der Mitte hier noch so ein paar Nähte quer durchgemacht. Ich weiß nicht, ob man die jetzt so gut erkennen kann. Da und da ist noch eine Naht, die diese Struktur im Flügel so ein bisschen nachahmen sollen. Und da unten drunter, ich kann das nicht 100% wegklappen, weil das zusammengenäht ist, diesen habe ich auch genäht mit einem weißen Garn. Auch außenrum und auch nochmal hier drei solche Linien reingenäht. Okay, also diese beiden Variationsmöglichkeiten gibt es. Aufmalen oder aufnähen. Wenn ihr die Linien nähen möchtet, dann gebe ich euch den guten Rat, wenn ihr diese Schmetterlinge jetzt ausschneidet, schneidet um Himmels Willen nicht zu nah am Rand, sondern lasst euch einen Platz, jetzt erstmal einen Platz frei, also löst das schon ein bisschen raus, damit ihr so Handlungsspielraum an der Nähmaschine habt, ja. So, ne? So viel würde ich dann schon abschneiden, aber macht nicht zu viel, weil dann wird es zu schwierig, da zu nähen am Rand. Ne? Ihr wollt ja relativ nah am Rand oder sogar direkt auf der Linie nähen. Und wenn ihr das zu nah an der Linie abschneidet, dann könnt ihr das nicht mehr manövrieren unter der Nähmaschine. So, ich schneide jetzt auch diesen Flügel hier aus. So, die beiden gehören zusammen. So. Ja. So sieht das aus. Okay. Moment, ein Schluck Kaffee. Malen. Fangen wir einfach mit dem Malen an. Weil das ist jetzt gerade erstmal das Einfachste, was wir im Voraus schon mal machen können. Und ich möchte weiß malen. Ich brauche irgendwie ein Schnipselpapier zum Testen. Warum habe ich jetzt die Schnipsel weggeworfen? Das war ja blöd. Gut, also. Sobald das hier nochmal schreibt, wie es soll, werden wir da die Striche aufmalen. So, ich glaube, das ist so mal gar nicht so übel. Und jetzt schneide ich den Schmetterling nämlich richtig aus. Das heißt, ich schneide diese Bleistiftlinie weg. Ihr wisst ja, dass ich das Wort Basteln nicht so besonders mag. Ich finde immer, Basteln hat so, also im deutschsprachigen Raum hat Basteln so einen negativen Beigeschmack. Wieso? So, das ist unprofessionell, das ist so eine Kindergartentätigkeit. Ja, das machen kleine Kinder im Kindergarten, die basteln sich etwas. Das machen erwachsene Leute nicht. Ja, ist natürlich Quatsch, ne? Logisch. So, was können wir jetzt Schönes machen? Wir könnten jetzt sowas Dünnes nehmen. Das ist eine ziemlich dünne Folie aus dem Ganzen hier und könnten uns daraus eine Pocket nähen. So, wie wir diese hier gemacht haben, beziehungsweise wie ich die gemacht habe, nicht wir. Hier habe ich ja auch diesen Schmetterling einfach aufgenäht. Also ich habe hier auch diese Linie gemalt, die schwarze Linie hier am Rand, ganz am Rand, die ist gemalt. Und das innere braune hier, das ist dann genäht. Und diese Tasche, da bin ich auch einfach nur, die habe ich hier zusammengenäht mit einem Zickzackstich. Und hier oben habe ich ein Stückchen Kante umgenäht, damit das hier am Eingriff sozusagen ein bisschen stabiler ist. Und der Plan ist, dass das einfach aufgeklebt wird auf eine Buchseite. Ja? So war die Idee. Genau, und so werde ich das jetzt mit diesem Schmetterling, denke ich, auch machen. Aber ich möchte jetzt hier erstmal weißes Garn einfädeln, weil ich glaube, dass ich alle anderen auch mit weißem Garn diesmal machen werde. Und die braunen habe ich ja schon. Also, wir sehen uns gleich wieder. So, ich weiß nicht, ob das funktionieren wird, ob ich hier irgendwas, ob man jetzt hier irgendwas sieht. Keine Ahnung. Ich werde jetzt mal der Nähmaschine, was ein uraltes Schätzchen ist, ich werde jetzt erstmal die obere Kante von diesem Ding hier einmal kurz umschlagen. So ein 5 mm hier schlage ich die um nach innen. Na, so.
Seht ihr das? So umgeschlagen. Und das nähe ich jetzt einfach mal kurz dann einen Zickzackstich drum. Oh, ich sag euch echt, das ist jetzt schwierig hier. Mit Kamera neben der Nähmaschine, das ist jetzt echt extremst schwierig. Weil eigentlich habe ich eh schon überhaupt keinen Platz für meine Nähmaschine. Das zeige ich euch dann in meiner Craft Corner Tour. Dann seht ihr, da versteht ihr das sofort, wenn ihr die Anordnung hier seht. Vielleicht so, vielleicht könnte es so hinhauen, oder? Schauen wir mal. Ich versuche es jetzt einfach mal. Ich nähe drauf los. So, ihr Lieben. Moment. So, wie ihr seht, ist jetzt nur hier oben diese Kante einmal umgenäht. Gell? Dadurch ist das oben einfach ein bisschen stabiler, wenn man in die Pocket, die ja so wird, wenn man dann da oben was reinschiebt an dem oberen Rand, dann ist das einfach nur ein bisschen stabiler. So, das ist eigentlich alles. Und auf die Frontseite möchte ich ja jetzt meinen Schmetterling aufnähen. Gell? Der soll jetzt einfach hier hübsch vorne drauf sitzen. Und dazu müssen wir ihn aufnähen, aber jetzt nicht mit so einem breiten Zickzackstich, sondern mit einem einfachen, mit einem normalen Stich, und der kann auch ein bisschen länger sein. Und ich fange an irgendeiner beliebigen Stelle an, ist relativ egal. Und ich versuche jetzt aber im Inneren zu bleiben, also nicht auf dieser weißen gestrichelten, gemalten Linie nähen, sondern etwas innerhalb von dieser Linie zu nähen. Und das ist jetzt das Schwierige an der ganzen Angelegenheit. Diese Rundungen da irgendwie mitzunähen, ja? Indem man halt dieses Werkstück, was man da in den Händen hat, ein bisschen dreht und wendet immer. Wenn man ganz langsam näht und die Richtung ändert. Richtung ändern übrigens immer, wenn die Nadel drin steckt, weil dann könnt ihr den Fuß hoch machen. Das kann nicht weg, das Ganze hier. Und ihr könnt einfach drehen und genau an der Stelle weiternähen. Fuß runter machen, weiternähen. Ich nähe hier immer noch mit dem alten Schätzchen von meiner Oma. So, okay, wir haben jetzt... Moment, ich muss noch kurz vernähen. Nochmal einmal kurz zurück nähen. Und wieder vor, dann ist das gut vernäht. So, jetzt machen wir das wieder ab. Jetzt ist der Schmetterling da schon drauf genäht. Aber was auf jeden Fall noch fehlt, ist, der hat keinen Körper. Ne? So hat er keinen Körper. Und ich finde aber, unser Schmetterling hat doch einen Körper verdient. Wir sollten ihm einen Körper geben. Ne? So ist er auch noch ganz ohne Körper. So, also jetzt geht es aber weiter. Ich mache mal kurz die langen Fäden von meinem Genähten hier weg, damit die nicht im Weg umgehen immer. So, Fäden wieder nach hinten. Okay, genau, ich möchte jetzt einen Körper haben. Und... Jo. Und der Einfachheit halber mache ich auch diesen Körper, hier, der hier genäht wird, den mache ich jetzt auch in weiß einfach. Aber aufgepasst, dass wieder auseinanderklappen. Ne? Erst zum Schluss wird die Tasche zugenäht. Sonst näht ihr euch mit dem Körper die Tasche zu. So, Körper mache ich jetzt folgendermaßen. Ich setze hier in der Mitte an, etwas oberhalb von diesem zusammengewachsenen Flügelteil sozusagen. So 5 mm oberhalb. Dann stelle ich mir einen Zickzackstich ein, einen ganz breiten und einen ganz engen. Also enger als dieser hier läuft und breiter als dieser läuft, damit wir diesen Körper machen können. Also breiteste Einstellung ist bei mir 5, bei euch wahrscheinlich irgendwas anderes, das weiß ich natürlich nicht. Und dann nähe ich einfach mal drauf los, nach unten, und dann nähe ich wieder zurück, im Rückwärtsgang. Nochmal hin und nochmal zurück. So, jetzt bin ich oben angekommen. Ich würde es euch jetzt zeigen, wenn es gehen würde. Aber ich will jetzt, ich drehe das Ganze jetzt um, ich will jetzt nämlich noch die Fühler machen. Die will ich jetzt gleich in einem Rutsch an den Körper dran nähen. Und da brauche ich wieder einen Geradstich, und zwar einen ganz feinen. Und dann mache ich jetzt diese Fühler. Nähe einfach so ein längeres Stück
in so einem Bogen. Und wenn ich da oben angekommen bin, mache ich wieder ein Stückchen Zickzack. Vielleicht nicht ganz so breit, vielleicht ist es nur auf 2,5. Ganz eng. Das ist dieses obere Stückchen vom Fühler. Das kennt ihr. Und dann nähe ich in diesem Bogen, also ich hoffe, dass ich in diesem Bogen wieder bin, aber das ist auch nicht so wichtig. Nähe ich wieder zurück zum Körper. So, und dann kommt der zweite Fühler, der zweite Bogen. Ich hoffe, dass ich mir da nicht alles zerrissen habe gerade, weil das so dünn ist. Wir werden sehen. Wir werden sehen, was da jetzt passiert. Ja? So, wieder hochnähen. Wieder so ein bisschen Zickzack einstellen, ganz fein. Ein Stiche machen. Reicht schon. Und wieder zurücknähen mit einfachem Stich. Ungefähr in dem gleichen Bogen, den wir vorher hatten. Ja, und das war's auch schon. Dann sind wir fertig mit unserem Schmetterling. Faden ab. Und so sieht das jetzt aus. Schaut, so sieht das jetzt aus. Jetzt müssen wir nur noch die Pocket zusammennähen. Und ich schneide nur gerade mal hier so die langen Fäden weg, weil die möchte ich jetzt ehrlich gesagt da nicht haben. Und jetzt nähe ich unsere Pocket zusammen. Das mache ich einfach mit einem geraden Stich diesmal. Ja, ich denke, ich mache das mit einem geraden Stich. Und ich fange jetzt auf dieser Seite hier an. Oder fange ich auf der anderen an? Ist eigentlich egal, ne? Ja, fange ich auf der an. Ist wurscht. Es ist wurscht. Lass ein bisschen Abstand zum Rand. Oder mache ich da auch so einen Zickzack? Sagt mal, Leute. Ist vielleicht hübscher, oder? Wenn wir das Zickzack so rundherum haben. Na gut, machen wir halt. Ich weiß nicht mehr, was das für einer war. 3 und 2 oder so. Ich habe keine Ahnung. 3 und 2. Man müsste sich notieren, was man für Einstellungen hat. So, und jetzt noch einmal hier hoch. Die Seite ist zwar zu, aber damit das ein bisschen gleichmäßiger ausschaut hier, nähe ich da auch noch mal durch. Das ist zurück und vor, das ist zum Vernähen der Fäden, damit da nichts mehr aufgehen kann. So, und dann ist unsere erste Pocket auch schon fertig. So sieht sie aus. Ich zeige es gleich nochmal, wenn ich wieder umgebaut habe hier. Also, ne? Ich baue jetzt hier die Kamera wieder um und die anderen Sachen, die nähe ich ohne euch, ne? Oder Moment, wir wollen das, was wir vorhin aufgemalt haben auf dem anderen Schmetterling, das wollen wir hier auf dem hier zum Beispiel aufnähen. Und deswegen mache ich jetzt Folgendes. Ich gehe jetzt einfach mal her, spanne das Ding in meine Nähmaschine ein, habe einen Zickzackstich eingestellt, einen relativ schmalen und engen. So, jetzt haben wir die ersten Runden schon rumgenäht. So. Ja. Faden noch nicht freigegeben. So, jetzt aber. So, jetzt haben wir da einfach schon mal drumherum genäht, um diesen Flügel. Das sieht ja schon ganz gut aus, finde ich, gell? So, jetzt nähe ich ohne euch noch ein bisschen weiter und dann sehen wir uns wieder am Basteltisch. Dann gehen wir wieder weg hier von der Maschine. So, ich habe jetzt mal hier ohne euch ein bisschen rumgenäht auf diesen Teilen. Die sind jetzt alle in weiß genäht. Hier habe ich euch einfach so mit einem Geradstich durchgenäht. Und die anderen habe ich mit so einem schmalen Zickzackstich genäht. Und jetzt muss ich die alle ausschneiden. Schnipp, schnipp, ne? Gut, machen wir wieder Platz auf dem Tisch. Wir sind aber noch nicht ganz fertig mit dem Nähen. Jetzt brauchen wir wieder, nein, das nicht, das auch nicht. Wir brauchen eine passende oder zwei passende Tetrapack-Einheiten. Das hier waren jetzt die bedruckten jeweils. Das ist auch mal ganz witzig, wenn das innen bedruckt ist, aber es ist auch witzig, wenn das innen silbern ist, finde ich. Also wir könnten das natürlich abwechseln. Wir können eine bedruckte machen und eine silberne. Ja, genau, das machen wir doch, oder? Eine bedruckte und eine silberne. Ich glaube, das ist eine feine Sache.
Was ich mir übrigens gedacht habe, was auch cool wäre und was man auch daraus machen kann, das sind quasi Bellybands mit Schmetterlingen. Man schneidet sich Streifen, ne, aus dem Zeug und dann näht man sich eben so Schmetterlinge da drauf. Also zum Beispiel die zwei, die würde man sich jetzt da drauf nähen. Oder die. Oder kleinere Schmetterlinge, ist ja egal. Ne? Und dann kann man sich da, also was ist Bellybands? Ich meine ja Snippet Rolls und nicht Bellybands. Was rede ich denn da wieder für einen Blödsinn? Ja, schrecklich. Ich rede schon wieder irgendeinen Schmarrn. Also man macht da einfach so mehrere Schmetterlinge drauf. Man könnte dann den Streifen auch noch schmaler machen. Der muss gar nicht so breit sein. Man könnte den auch so doppelt nehmen. Das wäre vielleicht sogar noch besser. So wäre es tatsächlich auch ein Bellyband. Ne? Mensch Leute, wisst ihr was? Mir fällt gerade was ein. Wie wäre es denn, wenn wir statt der Pockets, die haben wir ja hier schon, ich habe ja schon Pockets gemacht, gell? Wenn wir statt der Pockets so eine Art Bellyband machen mit den Schmetterlingen drauf, mit den zwei Schmetterlingen drauf, wie wäre das denn? Das wäre doch auch mal eine coole Sache, oder? Also entweder so ein schmales oder sogar ein breites. Aber das könnte man jetzt aufeinander nähen. Das könnte auch quer sein, überlege ich mir gerade. Und dann macht man da so einen Schmetterling drauf. Und dann hat man da was zum Hinterstecken. Also wisst ihr was? Ich glaube, das probiere ich aus. Ich glaube, das probieren wir aus. Pockets haben wir ja schon, ne? Ich habe ja schon Pockets gemacht. Und wie man die macht, meine Güte, das ist ja jetzt auch kein Hexenwerk, ne? Das ist einfach so ein rechteckiges Stück. Das habe ich gedrittelt quasi. Ein Drittel umgeschlagen, aufgenäht. Das ist die Klappe, das letzte Drittel. Da habe ich die Ecken abgeschrägt, nochmal rundherum an der Klappe rumgenäht, damit das gleichmäßig aussieht. Ein Druckknopf reingemacht und fertig war die Tasche. Also das ist ja echt kein Hexenwerk, das Ding. Und das ja hier schon dreimal nicht. Ne? Das ist ja ganz ähnlich. Das ist einfach auch so ein Rechteck mit so einem kleinen Restschnipsel hier am Ende. Und dann habe ich das hier zugenäht, da und da. Und an der Klappe bin ich einmal mit dem Zickzack rumgegangen, damit das stabiler ist. Und dann habe ich mir diese Klappe einfach so zurechtgeschnitten, dass ich da reinstecken kann. Fertig, das war alles. Also das ist jetzt wirklich überhaupt kein Hexenwerk. Und diese Pocket haben wir jetzt auch schon live gemacht. Da habt ihr ja schon zugeguckt, dass die entstanden ist. Inklusive der Schmetterlinge. Die könnte man jetzt natürlich noch ein bisschen distressen, da das Garn ein bisschen, damit man die Fühler ein bisschen besser sieht. Ne? Aber ich glaube, ich lasse es doch. So ist es ja sehr zart. Wir machen jetzt einfach mal so eine Art Bellyband mit dem Schmetterling. Bellyband Tuckspot oder sowas in der Art. Das machen wir. Ich glaube, ich habe mich kurz umentschieden, was wir machen. Genau, wir machen gar keine Pocket aus dem. Im Grunde bräuchtet ihr jetzt das auch gar nicht, aber ich möchte das verwenden, weil ich das jetzt schon habe. Und da wir immer so standardmäßig DIN A5 Seiten haben, weil wir immer A4 falten, brauchen wir in der Breite halt jetzt diese 15 cm ungefähr. Viel breiter sollte das ja nicht sein. Das heißt bis dahin, mehr nicht. Wenn das ein Querbellyband sein soll, dann ist es nur bis hierhin. Und was man auch machen könnte, ist natürlich so eine Pocket für die Ecke, eine Dreieckstasche zum Aufkleben oder Aufnähen. Das wäre ja auch noch eine coole Sache. Machen wir auch. Machen wir mit dem zweiten Schmetterling, machen wir eine Dreieckspocket. Habe ich einfach so beschlossen. Wir machen das einfach jetzt mal. Ihr könnt ja gar nichts sehen. So. Ich falte mir das schon mal, damit ich weiß, wie groß das sein soll. Ich möchte das gerne doppelt machen, damit das richtig stabil ist. Oder sollte ich das besser aus dem hier machen? Das ist ein bisschen flexibler. Ja, ich mache das aus dem hier. Das ist ein bisschen flexibler. Ist zwar stabil, aber flexibler. Ich falte mir jetzt einfach so eine Ecke. Die hat jetzt irgendwie 10 cm, naja, 12 cm Kantenlänge bis jetzt. Nähe da jetzt gleich rundherum, um das Dreieck ein bisschen stabiler zu machen. Und hier nähe ich auch rundherum und dann sehen wir uns wieder. So, jetzt habe ich hier mal mein kleines Bellyband umnäht. Und ich habe außerdem meine Ecke umnäht. Also meine Pocket, mein Corner Tuck Spot oder wie auch immer wir das jetzt nennen wollen.
Ich runde mir an dem Bellyband jetzt die Ecken hier so ein bisschen ab und schneide so überstehende Silberblitzer, ja, wo man das Silberne sieht, das schneide ich mir auch weg. Das möchte ich nicht so gerne. So, bei dem hier mache ich das, glaube ich, an den Ecken auch. Das kommt jetzt in den Restmülleimer, nicht ins Papier. Das ist ja, diese grüne Folie ist natürlich kein Papier, ne? Auch wenn sie von oben aussieht wie Papier. So, jetzt haben wir die Pocket. Soll ich überlegen, auf welcher Seite die sitzen soll. Oder wir nähen den Schmetterling so auf, dass er so oder so sein kann. Ist ja auch eine Möglichkeit. Also jetzt müssen wir überlegen, welcher Schmetterling kommt auf welche Pocket. Wir haben die beiden hier. Jetzt könnten wir den einen Schmetterling hier aufsetzen. Was man auch immer noch beachten muss an der ganzen Sache ist natürlich, erstens, der ist recht groß und die Flügel stehen über. Was man zweitens beachten muss, ist, dass da ja noch diese Fühler dran sollen. Gut, die könnte man jetzt auch aufmalen, ist auch kein Problem. Und der Körper muss ja noch hin. Ja, oder hier, diese Fühler sieht man hier besser. Huh? Die braunen, hier sieht man sie besser. Das heißt aber im Grunde, überleg. Wenn ich den Schmetterling so aufnähe, da ist kein Platz mehr für Fühler, aber die Ecke würde genau in die Ecke passen. Ja, das ist auch eine Geschichte. Was man natürlich auch noch machen kann, wenn einem der Schmetterling zu groß erscheint, da kann man auch noch ein bisschen biegen an den Flügeln. Ne? Man kann das ja auch noch ein bisschen falten hier, das Ganze, dass der ein bisschen kleiner wird. Wenn ich den anders falte und hier vielleicht die Flügel auch ein bisschen kleiner mache, dann kann der ruhig ein bisschen an der Seite rausstehen. Das ist ja kein Problem. Unten sollte er vielleicht nicht unbedingt rausstehen oder nicht viel. Ein bisschen macht wahrscheinlich nichts. Und dann habe ich hier noch Platz für meine Fühler. Und ich glaube, dass ich den jetzt so aufnähen werde. Ich brauche mal ein paar Klipse, um das festzuklippen da. Den nähe ich so definitiv so auf. So sieht das dann aus. Und da kommen noch die Fühler hin. Okay, das hätten wir schon mal. Jetzt kommt das hier. Das kommt ja so auf die Seite. Das heißt, wir haben nach oben und unten haben wir da jede Menge Spielraum. Das ist eigentlich ziemlich egal, wenn da was übersteht. Das heißt, der kann so in seiner vollen Pracht und Breite und Größe erhalten bleiben und kann vielleicht so ein bisschen schräg da drauf sitzen. Aber auch hier müssen wir wieder gucken, wo sollen die Fühler hin? Wenn wir keinen Platz lassen, dann wird das nichts mit Fühlern. Ist ja klar. Also vielleicht machen wir ihn lieber etwas schräger, so, dass wir hier noch Platz für Fühler haben. Vielleicht sogar noch ein bisschen schräger, so. Und dann schauen, dass die Unterflügel und die Oberflügel einigermaßen zusammenpassen. Von der Lage her. Und dann klipse ich mir das wieder fest. So, beim Nähen jetzt, um diesen 3D-Effekt zu erreichen, müssen wir jetzt Folgendes beachten. Ich zeige euch das hier nochmal. Die sind ja separat aufgenäht. Also zuerst habe ich den Unterflügel genäht, aber nur teilweise. Den habe ich nicht flächig aufgenäht, sondern nur hier in der Mitte. Und dann habe ich den Oberflügel aufgenäht, beziehungsweise den habe ich mit dem Körper zusammen direkt festgenäht. Bei diesem kleinen. Bei dem etwas größeren bin ich ein bisschen anders vorgegangen. Seht ihr mich überhaupt? Ja. Okay, da habe ich auch den Unterflügel zuerst genäht. Einfach mit so einer geraden Linie, das ist das Braune. Und zwar eben einmal so durch. So durchgenäht, zack, einmal rum, den ganzen Bogen. Und dann habe ich den Oberflügel aufgenäht und den habe ich auch mit so einer Linie in der Mitte aufgenäht. Sodass sich hier eben diese 3D-Geschichte ergibt, ne? Weil der eben nicht flächig aufgeklebt ist. Und dann habe ich diesen Körper und die Fühler gemacht. Ich glaube, dass ich das bei beiden, weil die sind größer, diese Schmetterlinge, die wir heute gemacht haben, diese hier, die sind ja auch relativ groß, also definitiv größer als das hier. Deswegen mache ich das in dieser Methode. Also den Unterflügel einmal quer rumnähen, dann den Oberflügel drauf nähen und dann den Körper und die Fühler nähen. Und das mache ich jetzt. Dann komme ich wieder zurück und zeige euch das Ergebnis. Bis gleich. So, jetzt bin ich wieder zurück von der Nähmaschine und wie wir sehen, haben wir jetzt hier zwei Schmetterlinge. Ein Bellyband mit Schmetterling genäht. Also wenn ihr dieses
diese ganzen Fadenenden oder so nicht haben mögt, dann könnt ihr die ja auch alle abschneiden, ne? Weil das ist ja vernäht letztlich. Da muss man jetzt, die muss man nicht stehen lassen, ne? Ich finde es ganz witzig, wenn die da noch so rumstehen, aber man muss das nicht machen, ne? Man muss auch die Serviette nicht auf das Papier kleben, ist auch nicht unbedingt nötig. Es gibt aber zusätzliche Stabilität in diese Flügel, dass sie nicht so schnell kaputt gehen und nicht so schnell einreißen einfach. Man kann es einfach besser nähen und besser verarbeiten. So, und wenn ihr jetzt gar keine Nähmaschine habt, ja, was macht ihr denn dann? Ja, ist doch ganz einfach, aufkleben. Ihr klebt das auf. Ihr habt ja schon, ihr malt einfach die Linien auf, so wie hier. Ihr malt die einfach, ne? Oder wo ist denn die Tasche jetzt hin? Bin ich jetzt komplett schräg? Wo ist die kleine Pocket, die wir schon gemacht haben? Die ist weg, ist verschwunden. Ach, liebe Güte, ja, da unten drunter, natürlich, klar, ich bin so deppert, echt. Also hier, so wie hier, ne? Ihr malt diese Linien einfach auf. Ihr klebt den Schmetterling auf. Und zwar nicht vollflächig, sondern nur hier in diesem mittleren Bereich klebt ihr die Flügel auf. Nur hier und lasst einfach ein Ende, lasst ihr einfach frei. Oder ihr macht ein paar Handstiche dahin. Das ist jetzt auch nicht die Welt, wenn man da mal 5, 6 Stiche dort durchnäht. Und ihr müsst auch den Körper nicht nähen, den könnt ihr auch aufmalen. Oder ihr schneidet ein Stück Restpapier aus, einfach so ein braunes Stück Papier, klebt es da drauf. Die Fühler kann man auch malen. Also ihr müsst keine Nähmaschine haben für das Projekt. Ich finde einfach nur, dass es mit der Nähmaschine irgendwie ein bisschen schöner aussieht. Also ich mag das, ne? Ich werde jetzt die mal ein bisschen inken noch. Das Schöne an diesen Tetrapack-Tüten ist ja, man kann die wirklich wie jedes andere Papier bearbeiten. Man kann das inken, man kann es bemalen, man kann es kleben. Es ist ja Papier, es ist nichts anderes. Diese innere Schicht ist einfach Papier. Die Flügel der Schmetterlinge hätten wir natürlich auch inken können. Ja, habe ich aber jetzt nicht gemacht. Mei, natürlich wollte ich das nicht, war alles Absicht. Gell? Also es ist so, wenn ich hier so ein Projekt mache, dann habe ich eine Idee im Kopf. Ne? Die ist so in meinem Kopf drin, so grob ist die in meinem Kopf drin. Also nicht, dass ihr denkt, die wäre schon fix und fertig da. Nein, nein, die ist so grob in meinem Kopf drin. Und dann setze ich mich hin, mache die Kamera an und fange an. Und dann erzähle ich was und dann stelle ich 3 Minuten später stelle ich fest, ach ey, nö, das ist eigentlich kacke. Das müssten wir eigentlich anders machen oder anders anfangen oder das Teil umdrehen. Irgendwie sowas, denke ich dann. Ja, aber das kriegt ihr nicht mit, weil diese Zweifel oftmals eben nicht im Video sind. Die sind aber da. Also es ist nicht so, dass die nicht da wären, ne? Die sind tatsächlich da. So, mache ich die anderen jetzt auch noch mit Brown. Mit Brown. Vielleicht sollte ich die mal mit was anderem. Ich habe doch neue Farben. Ich habe mir neue Farben geleistet, Leute. Guckt mal hier. Ich habe jetzt Frayed Burlap. Ich habe Tea-Dye. Und ich habe mir Mermaid Lagoon geholt. Natürlich für meinen Unterwasser-Dingsbums dann. Ne? Aber ich könnte Mermaid Lagoon ja mal ausprobieren. Habe ich da noch irgendeinen... Ah, ich versuche das mal hier mit so einem Fingerding. Ich habe gerade meine Schwämmchen nicht zur Hand. Ich versuche das mal mit dem Fingerding, ob das funktioniert. Gucken wir mal. Mermaid Lagoon, vielleicht für die hier, oder? Für die? Ja, vielleicht für die. Ach du liebe Güte. Ach je, ja. Das ist aber ein krasses, krasse Farbe, ne? Also, oh. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass die so krass ist. Nee, damit habe ich nicht gerechnet. Liebe Leute, also Mermaid Lagoon mit Bedacht verwenden. Das ist heftig. Das ist eine heftige Farbe. Okay, sehr heftig. Man könnte da sogar noch ein bisschen über diesen... Ja, dann mache ich... Ah, dann passt es ein bisschen besser. Wenn ich da noch was auf den Flügel aufstreiche von dem Mermaid Lagoon, was jetzt noch in dem Schwämmchen ist, ich glaube, dann passt es ein bisschen besser zu dem Rand, den ich da jetzt hingemacht habe, weil sonst wäre das jetzt echt ein bisschen krass, ne? Also das ist ja eine voll krasse Farbe. Halleluja. Also damit habe ich nicht gerechnet. Ganz ehrlich, damit habe ich nicht gerechnet. So, als nächstes könnten wir dann ja Tea-Dye versuchen, wenn Mermaid Lagoon schon so krass ist. Oder nehmen wir Frayed Burlap. Ach, wir nehmen mal Frayed Burlap für dieses hier. Versuchen wir das mal. Habe ich noch ein Fingerschwämmchen? Habe ich noch irgendwas da? Ja, ich nehme das Fingerschwämmchen. Tea-Dye. Mhm. Aha. Mal gucken, wie diese Farbe ist. Ja, die ist jetzt...
Die sehen irgendwie grünlich aus. Also ich weiß auch nicht. Vielleicht ist das nur auf diesem. Vielleicht ist das nur auf diesem Papier so. Aber. Okay. Das hätte ich mir jetzt anders erwartet, ehrlich gesagt. Bin jetzt gerade etwas verwundert. Aber es passt gut zu dem Oberflügel hier. Also insofern, das ist jetzt nicht so. Nicht so, dass es nicht taugen würde an der Stelle. Es ist schon okay. Ah, diese Fingerschwämmchen, die nehmen halt nicht viel Farbe auf. Ne? Die sind wirklich nur so, naja, so naja sind die, ne? Naja. So, jetzt habe ich kein Fingerschwämmchen mehr. Obwohl, ich bin ja auch ein Trottel. Ich habe ja Frayed Burlap verwendet. Ich bin ein Trottel. Habe ich echt gedacht, ich habe Tea-Dye verwendet? Mein Gott, also manchmal hat es einen, ne? Manchmal hat es einen, ja. So, was mache ich jetzt mit dem? Ja, dann nehme ich jetzt einfach mal hier so ein Schwämmchen, das ist noch sauber, das ist ein Küchenschwamm. Und dann mache ich hier mal dieses Tea-Dye noch dran. Der hat Versattfarbe. Der hat Sattfarbe. Gucken wir mal, was damit passiert. Ja, das ist eher so ein, wie soll ich sagen, so ein Schokolade. Sowas wie Kakao. Das ist Tea-Dye? Okay. Ist aber auch total unterschiedlich, wie die getränkt sind, diese Dinger. Ne? Manchmal kommt da fast nichts raus, obwohl es neu ist. Und bei manchen, die guckt man nur an, da kommt schon Farbe raus. Also, weiß auch nicht. Naja, gut, besser so, dass viel Farbe drin ist, als dass keine drin ist, ne? Ist ja auch klar. Gut, das ist also sehr satt getränkt, gut zu wissen. Ja, das waren meine drei neuen Farben. Die habe ich also neu. Es ist aber ganz okay, also ich finde es jetzt nicht schlecht. Moment, ich schubse euch ein bisschen weg, könnt ihr mehr sehen. Was ist hier eigentlich mit meiner Kamera los, ey? Seit ich... Herrschaftszeiten. So, okay. Also, das sind die drei... Nee, das sind die drei, die ich ohne euch schon gemacht habe. Die große Tasche hier zum Aufkleben. Die kleine Tasche mit dem Einsteckflap hier oben drin. Mit diesen Motten drauf. Und die kleine Tasche mit dem Druckknopf, wo das auch so plastisch drauf ist. Das sind die, die ich ohne euch gemacht habe. Ja, ich war so frei und frech, habe die ohne euch gemacht. Wie konnte ich nur... Und das sind die, die heute entstanden sind. Auch nicht schlecht. Eine Tasche zum Aufkleben, denke ich. Weil die ist hinten undekoriert. Und da ist jetzt eben einfach der gemalte Schmetterling drauf. Den habe ich aber auch aufgenäht. Ne? Ihr müsst aber, wie gesagt, nicht nähen. Es besteht keine Notwendigkeit, das irgendwie zu nähen. Das geht alles auch ohne. Seht ihr überhaupt irgendwas? Ich hole das mal näher ran. So. So könnt ihr was sehen. Ja, schaut mal. Hier ganz am Rand außenrum sieht man dann die genähte Linie, wo ich das aufgenäht habe. Und dann habe ich den Körper genäht und diese Fühler genäht. Aber das müsst ihr alles nicht machen mit der Nähmaschine. Ihr könnt es einfach aufkleben, komplett. Und hier könnt ihr auch was aufkleben oder aufmalen. Und Fühler könnt ihr auch aufmalen. Das ist überhaupt kein Thema. Ihr müsst nicht nähen, wenn ihr das nicht wollt, nicht könnt oder keine Nähmaschine habt. Ja, das ist das eine. Und dann habe ich mich ja spontan entschieden, diese Ecke zu machen. Und dieses Belly Band, dieses große. Das heißt groß, das ist eigentlich nicht groß, aber der Schmetterling ist groß. Gefällt mir eigentlich mega gut. Passt perfekt in so ein Naturjournal rein, denke ich. Ja, das ist auch Tetrapack, doppelt genommen. Einmal am Rand zickzack rundherum genäht. Dann diese Flügel erst genäht. Also alle diese weißen Linien, die hier drauf sind, die sind alle mit einem schmalen Zickzackstich genäht. Wenn man das gegen das Licht hält, sieht man sogar die Löcher da so ein bisschen. Dass da so Löcher drin sind von der Nadel. Und dann habe ich den Unterflügel aufgenäht. Oh, das sieht man jetzt gar nicht. Also hier sieht man es ein bisschen, da sieht man noch die braune Linie da. Einfach nur mit einer Linie, die geht einfach nur einmal so quer durch. So, in diesem Bogen geht die. Und dann habe ich den Oberflügel aufgenäht, auch mit einer Linie. Sieht man hier noch die braune Linie. Hätte ich auch weiß machen können, aber ich hatte jetzt gerade wieder braun in der Nadel. Und dann habe ich den Körper drauf genäht mit Zickzackstich und dann habe ich diese Fühler dahin genäht. Ja, die sind ein bisschen vom Winde verweht sozusagen. Ich muss aber sagen, dass mir dieses Bellyband hier total gut gefällt. Also das finde ich richtig, richtig cool. Gefällt mir mega. So ein großer Schmetterling. Ah, ich liebe ja Schmetterlinge, ne?
Ich finde das klasse. Also mir gefällt das super. Man hätte ihn natürlich auch so bunt machen können. Also ihr müsst ja auch nicht so, so dunkle Papiere nehmen. Ne? Ihr könnt ja auch ganz, ganz bunte Sachen nehmen. Ihr müsst auch kein Transparentpapier drüber kleben oder keine Serviette oder sowas. Wenn ihr einfach nur bunte Papiere nehmt oder Designpapiere und es so macht, dann sieht das auch super aus. Ne? Dann wird das ein bisschen bunter, ein bisschen fröhlicher. Ich wollte mehr so ein bisschen so ein Natur Herbst-Look haben irgendwie, weil ich bin gerade noch so ein bisschen im Herbstmodus. Das wird ja auch, werdet ihr auch beim nächsten Projekt sehen, dass ich noch im Herbstmodus bin. Also ich bin noch nicht bei Winter angekommen, bei mir ist noch Herbst. Ja, das ist das Projekt. Und dann haben wir noch diese Ecke, finde ich auch super, gefällt mir auch riesig. Sieht ein bisschen aus wie Blätter jetzt hier, als ob das so Herbstblätter wären, ne? Diese Flügel. Ja, sieht wie Herbstblätter aus. Ja, einfach auch aufgenäht. Den Unterflügel habe ich auch mit einer Linie aufgenäht. Die geht dann eben auch einmal so durch. Und den Oberflügel habe ich auch mit einer Linie aufgenäht. Die braune Linie hier, die geht ziemlich gerade durch. Ja, und dann wieder den Körper mit einem breiten Zickzackstich. Da bin ich dreimal so hin und her gegangen. Also einmal genäht und dann rückwärts genäht und nochmal genäht. Und dann habe ich diese Fühler wieder genäht. Und ihr seht, die sind recht unregelmäßig und chaotisch, aber das macht mir nichts. Ich finde das gerade gut, dass das so ein bisschen chaotisch ist da oben. Also ich muss sagen, dass mir diese beiden Projekte fast am besten gefallen. Welches ist euer Lieblingsprojekt? Was mögt ihr am liebsten? Pockets zum Einstecken, einfache Pockets zum Einstecken, ganz flach wäre eine Möglichkeit. Das wäre das eine. Die sind ganz, ganz flache Pockets, wo man einfach was, die man aufkleben kann und einfach was reinstecken von oben. Oder Pockets mit plastischen Schmetterlingen, mit so einer Klappe oder mit so einer Klappe. Ja, ist das euer Lieblingsprojekt oder gehört zu euren Lieblingsprojekten vielleicht tatsächlich auch das Bellyband oder diese Ecke hier, dieser Tuckspot? Schreibt mir unten in die Kommentare, was ihr davon am schönsten findet. Das würde mich freuen. Und das war unser heutiges Projekt, das war's. Also, liebe Leute, ich sag mal, bleibt gesund, lasst euch nicht von der Grippe anstecken, die geht gerade wieder rum. Und bleibt kreativ auf jeden Fall, Grippe hin oder her, auch wenn ihr erkältet seid, bleibt kreativ und junkelt euch was Schönes. Tschüss! Out of sand, reaching